Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in und wir sind nicht in unserem Dorf im Oxbo, wir sind im Oxbo, wir sind noch auf der Dachsjagd. Wir haben jetzt den vierten Dachs erlegt. Wir sind noch auf dem Weg nach Hause. Ich habe noch eine Hirschkuh erlegt, jetzt noch einen Dachs. Und hier sind ja auch noch ein paar Dachse unterwegs. Da müssen wir mal unsere Jagdsicht einschalten. Mal sehen, ob wir hier noch so ein Viech erlegen. So, leg mal deinen Bolzen ein. So, jawohl. Müsst man ja sehen, diese kleinen knüppeligen Dinger. Die leuchten ja immer irgendwie ein bisschen orange. Aber es sieht nicht danach aus, als ob wir hier jetzt noch so ein Dachs erwischen. Aber das ist ja egal. Wir haben schon über die Hälfte haben wir schon erwischt von den Viechern, die wir erlegen sollen. 7 sollen wir erlegen, 4 haben wir. So, wir gehen jetzt mal schon schön langsam nach Hause. Wie spät haben wir es? Wir haben es 16 Uhr. Wir sind aus... Hier aus... Ne, wir waren in Dings. Wo waren wir? Wir waren drüben in Klonika, ja. Na, ich muss fragen. Ich bin jetzt schon wieder ein paar Tage hinterher. Ein paar andere Sachen zwischendurch gemacht, wenig an Spielen gedacht. Beziehungsweise hat schon mehr oder weniger was mit Spielen zu tun. Mein Junge, der ist 46, seinen Computer aufgerüstet, aber halt, das liegt halt nicht jedem sowas. Da haben wir die Sache, neues Motherboard, naja, was dazu alles braucht. Sauber gemacht und neue Hardware eingesetzt. Ja. Das sind das der Titten, das ist ein Seeadler. Wenn du denkst, du findest ja nochmal so einen dicken Dachs. Und da drüben sind noch ein paar Hirsche. Da könnten wir uns nochmal entschießen. Wir könnten ja noch ein bisschen Fleisch mit heimbringen, oder? Da komm, schleich dich mal schön an hier. Hochleg an die Büchse. Und zack, weg ist es. Ihr habt das gesehen, das war wieder ein Meisterschuss. Wir nehmen die auch noch ein bisschen auseinander. Mal sehen, was wir jetzt an Fleisch drin haben. Die Dachse bringen ja auch Fleisch. Jetzt haben wir 89 mal Fleisch drin. Und leg noch mal einen Bolzen ein. Komm, mein Freund. Hier hinten haben wir auch noch mal einen großen Geweihträger haben wir hier noch mal. Der haut aber ab, der hat den Braten gerochen. Aber er kann sich nicht vor mir verstecken. So, da hinten ist er. Und jetzt schleichen wir uns mal ran. So, anzielen. Und seht ihr's? Hat keine Chance gegen uns. So, gut. Und ich nehme jetzt auch noch auseinander. Da haben wir wieder mal ein bisschen mehr Fleisch, was wir mit nach Hause bringen können. Gut, wir gehen jetzt nach Hause. Wir liefern erstmal Fleisch ab. Wir müssen uns auch ein bisschen waschen. Nützt nichts. Da gehen wir gleich mal hier oben durchs Wasser. Wo wollen die denn wieder hin? Ins Nachbardorf oder was? Nee. Keine Ahnung. Komm, geh mal in die Knie. Jetzt ist er sauber. Jetzt ist er einigermaßen sauber. Alles klar. Gut. Kannst du noch mal einen Schluck Wasser trinken? So, perfekt. Gut. Nee, das wollten wir eigentlich nicht. Müssen wir doch wieder auch hier rüber. So, da legen wir das jetzt. Was gibt's denn hier hinten? Machen die hinten in der Versammlung oder was? I definitely belong here. Hello there. Was ist denn hier los? Jäger, das sind die Jäger. Und du bist?
Auch ein Jäger, oder? How are you? Ah, you know how it is with ja, bitte, ach, ich will da schon wieder. Nee, nee. Say, ein Schimmel, nee, nee. Ich hätte Boslav genommen, aus, das ist dein Schimmel. Wenn du hier gründlich putzen würdest, hättest du kein Problem mit irgendwelchen Stefans. Dieses Problem kannst du selbst lösen. Gut. Och, irgendwann zwingt die uns dazu, dass wir diesen Mist machen. Kommt immer wieder diese komische Quest. Wer kommt denn hier alles aus dem Wald? Gibt's ja gar nicht. Komm, lasst mich als Ersten über hier. So, wir schaffen jetzt zumindest mal ein bisschen Fleisch ins Lager. Und können wir gleich mal schauen, ob da noch endlich mal was geworden ist mit unserem Essen. So, dann schauen wir mal rein hier, ob da nun endlich mal was an Suppen dazugekommen ist. Die haben doch Fleisch. Oder haben die überhaupt Fleisch? Oh, oh, guckt euch das an. 7, oder sind das die ich gekocht habe? Ein Töpfchen, nee. Ich habe ja Kultsuppen gekocht, ich habe ja nicht mit Möhren gekocht. Alles klar, 8 Eintöpfe sind mal drin. Ich werde hier aber verrückt. Kohl, 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 die Kohlsuppen sind raus, alles klar. Gut, ich räume jetzt, was Fleisch ist, wo gar keins drin, ne? Fleisch, dreimal Fleisch haben sie noch. Gut, jetzt kriegt er gleich noch ein bisschen Fleisch dazu. Da könnt ihr, wie spät haben wir es, da könnt ihr nachher gleich noch was kochen. Oder soll ich das für euch übernehmen? Ich glaube, ich werde das wohl selber machen. F-E-F, so, das haben wir. Was haben wir noch drin? Pelze brauchen wir nicht. Roggenbier, wo ist denn das ja? Das kann ich hier einräumen, F. Salzfleisch, auch das, was ich bei den Banditen gefunden habe oder in dem Lager hier vorne, alles klar. So. Stiefel, haben wir hier noch was Essbares drin? Nee. Gut, den Rest schaffe ich mal ins Materiallager. Da kann ich gleich mal schauen, wie es überhaupt mit unserem Brennholz aussieht. Das interessiert mich. Gut, wir haben Sommer, aber der Winter ist nicht mehr weit. 1256 Mal. Müssen wir uns merken. Müssen wir mal beobachten. So, ich habe nämlich auch noch 6 Mal Brennholz drin. Also haben wir jetzt 1262 Mal. So, jetzt habe ich noch dabei... Was habe ich noch dabei? Den Hirschschädel. Kann ich den überhaupt auch draußen dranhängen? Das wäre ja eigentlich mal nicht schlecht. Ich will den ja nicht bei mir in der Bude. Ich hätte ihn gern von außen bei mir über die Tür gehängt, um zu zeigen, dass ich ein guter Jäger bin. Ich nehme den nochmal mit. Mal sehen, ob da was geht. Halt, dann habe ich ja noch drin Leder 26 Mal. F-E-F. Pelze 24. Ein Stein. Eine Steinaxt. Und noch 3 Stöcke. 15, alles klar. So, jetzt gucke ich nochmal nach diesem Hirschschädel. Ich muss das mal ausprobieren, ob ich den von draußen aufhängen kann. Ich glaube es aber nicht. Da kann ich auch so einen Elchschädel nehmen, der ist sogar noch besser. FF, einen nehme ich mit. Da wiegt aber gleich 4 Kilo, wiegt das Viech. Gut. Eisenhacken, Eisenhämmer. Das haut jetzt eigentlich hin. Eisenbarren haben wir immer noch plus 2. Glaube ich, muss man selber noch. 1826. Ich nehme mal. Den habe ich doch schon gesagt, dass er. Ich nehme mal noch ein bisschen Eisenerz mit und schmelze mal selber noch Barren. Eisenerz. 763 habe ich. Ja, wie viel kann ich denn tragen? Das war schon zu viel. 113. Nehmen wir eine runde Summe mit. 110. 10 habe ich gesagt. So, bestätigen. So, dann gehe ich doch mal in die Schmiede und mache den mal 55 Eisenbahnen müssten das ja werden. So, und wenn ich zurückgehe, schaue ich mal, was sie heute so an Umsatz gemacht haben. Was so für Geld dazu gekommen ist. So, meine Kollegen, ich glaube, was ist denn hier? Ach, verwenden, alles klar. Und wir wollen machen Eisenbahn. Ja, nee. 55 Stück. Den Kollegen, doch ja, Klonika, den habe ich schon zumindest in Haus gelesen.
55 Eisenbahn. Gut. Die schaffe ich mal zurück. So, Eisenbarren hier rein. Ja, nicht REF, Quatsch. FEF, so, gut. So, und jetzt schnappe ich mir mal noch. Man muss halt noch immer noch selbst Hand anlegen, nützt ja nichts. Dann nehmen jetzt wir mal, was haben wir denn noch an so an Gemüse drin? Äpfel, die sind auch bald vergammelt, seht ihr das? Ach ja. So, mal schauen. Haben wir denn noch rote Beete? Speisemorcheln, rote Beete. Da haben wir 387. Die wiegen 58 Kilo. Ich nehme mal 200 mit. F oder die Hälfte. 188 ist jetzt egal. Bestätigen. Und dann nehme ich mal das restliche Fleisch noch mit. Und da koche ich nämlich mal noch fix vor Suppen. Rote Betesuppen. F, E, F. Und erst hole ich mir noch ein paar Schälchen und da werden fix noch ein paar Suppen gekocht. Damit es hier endlich mal vorwärts geht mit dem Essen. Dass hier endlich mal was im Lager ist. So Holzschälchen, da schauen wir mal. E, F, G, H. Na komm, hier an der Seite. 100 Sekunden. Will der halt nicht. Holzschälchen. Dann nehmen wir erstmal die gebrauchten mit. Oh, ich glaube, das reicht schon. Oh, ich nehme mal hier davon noch welche mit. Bestätigen. Gut. Ich glaube nicht, dass ich so viele brauche. Ich habe die Rezepte nämlich nicht im Kopf. So, Ranantenkessel hier. Und Suppen. Rote Beete-Suppe. Ja. 26, der hätte das gereicht. Was man, egal. Jetzt kochen wir ein paar rote Betesuppen. Perfekt. Selbst ist der Mann. Die Suppen hier rein, zwei behalte ich natürlich davon. Was habe ich denn noch so an Essen einstecken? Gar nichts mehr, oder? Rote Beete kommt auch noch zurück. F, E, F. Rote Beete Suppen F, 24. Gut. Der Rest ist meine. So, und jetzt schaffe ich noch die Holzschälchen. Fleisch habe ich doch keins mehr einstecken, oder? Ne, das Fleisch ist alle geworden. Gut. Jetzt noch die Schälchen wieder zurück und da hat sich mein Tagwerk habe ich da vollbracht. So, die Holzschälchen zurück und jetzt versuchen wir mal nicht die Gürteltasche. F und die 20 auch noch. So, jetzt gucken wir mal, was die hier an Münzen drin haben, was die hier so von Umsatz gemacht haben. Münzen 371, guckt euch das an. F, E, F. So. Gut, sind wir 68.000. Wir wollten ja hier irgendwo, aber das machen wir morgen früh. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause, jetzt schlafen wir erstmal. Also ich, wie es aussieht, haben alle meine Leute eine Unterkunft. Da ist keiner, der da irgendwo keinen Platz hat. Alles klar, ich glaube, ich habe den ja auch schon in Job zugewiesen. Ja, ich habe doch einen Jäger eingestellt. Gut. Amelia geht doch so langsam nach Hause. Sind das, das sind frische Bären, das sind neue Bären, das sind, ach ja, das sind ja, wir sind ja im Sommer, stimmt. Da können wir noch ein paar Bären pflücken hier. Winzenkraut. Oh ja, das können wir erstmal alles ja mal wegblicken, ja. Bevor wir ins Bett gehen. Weg, warte, können wir alles noch irgendwie verwenden. Aber die Beeren, die pflücke ich mal. Schließen.
Komm. Ja, die Beeren wollte ich noch pflücken. Das nehme ich auch noch mit. Habe ich meiner Frau schon was geschenkt? Ja, das habe ich gleich gemacht. Das war der Madeira-Wein. Genau so. Jetzt wasche ich mich nochmal und dann gehe ich zu Bett. Und den morgigen Tag, da gehen wir nochmal hoch, da gehen wir nochmal auf. Wir müssen diese Viecher jagen. Gehen wir nochmal auf Dachsjagd. So, Feuer haben wir gemacht. Amelia liegt im Bett. Jetzt schaue ich mal hier rein. Doch, ich habe noch getrocknete Datteln, habe ich mir noch reingelegt. Ach, das Ding muss ich auch wieder verkaufen. Das muss ich wieder mitnehmen, wenn ich noch Biastobia hoch marschiere. Ist klar, gut. Wir machen jetzt hier mal die Bude zu. 20, wir gehen heute mal um 8:30 schon zu Bett. So. Schlafe bis zum nächsten Tag. Mit Hut. So, meine Freunde, wir sind frisch aufgewacht. Frisch bei Kräften. Wir machen erstmal wieder hier auf. Aufmachen, Luft reinlassen. Amelia schläft noch, die Kleine. Gut. Wo ist meine Frau hin? Die ist schon wieder fort. So. Die Häuser haben wir ja gebaut. Ach ja, wir hatten hier drüben. Stimmt, da wollten wir noch was hinbauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt gehen wir erstmal. Jetzt gehen wir erstmal auf Dachsjagd, damit wir das fertig haben. Habe ich mir eigentlich. Ne, so sehr viele Quests hatten die. Aber habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Ach, da muss ich jetzt mal gucken. Ich habe immer meistens so einen schlauen Zettel. Ob ich das aufgeschrieben habe. Ne, das ist eigentlich ein alter 7 Dachse. Das war das alte. Ne, oder ich habe wieder mal verspittelt den Zettel. Gut, alles klar. Wir gehen erstmal Dachse jagen. Ich weiß nicht, ob mir noch, wo ich den Zettel habe, wir die Quests, die wir noch in Biastobia haben. Aber wenn wir jetzt in. Wenn wir die Dachse fertig haben, können wir ja gleich mal noch. Nach Biastobia gehen und können den Quatsch abschließen. Ich hoffe mal, wir haben noch 12, 13, 14 Minuten Aufnahmezeit, dass wir das in der Zeit schaffen. Dann nehme ich nämlich dieses komische, das komische Brettspiel mit. Kann ja jeden Mensch aussprechen. Gut, und dann verkaufe ich das nämlich wieder in Biastobia. Gut. Ja, wir bewaffnen uns auf alle Fälle mal mit unserer Brust. Und jetzt gehen wir hier. Mach Platz, Mädel. Ich hab's eilig. So, jetzt gehen wir auf Dachsjagd. Da oben gibt's auf alle Fälle Dachse. Wir können doch mal auf unsere Karte gucken. Wo ist hier Richtung Biastobia? Machen wir auch gleich mal. Wo ist hier Richtung Biastobia? Da schauen wir gleich mal hier rein. Durchklick. Hier haben wir's. Ich glaube. Naja, glaube ich, dann das nächste ist wieder. Hätten wir auch gleich Gegenrichtung klicken können. Alles klar. Dachse. Wie sehen die Dachse aus hier? Dachse, das sind die kleinen Knöpfe, die aussehen wie Ratten. So, hier ist unser Dorf. Ne, das ist der Sumpf. Wir sind hier. Da haben wir hier oben den ersten Dachse. Da setzen wir uns gleich mal einen Wegpunkt hin. Halt. Hier vor, diese Richtung. Und hier setzen wir uns einen Wegpunkt hin. So. Und von dort aus müssen wir dann sehen, wo die nächsten sind. Da haben wir Biastobia. Na, das sieht dann gar nicht so gut aus hier runterwärts. Wo haben wir denn dann noch Dachse? Hier drüben. Das hier sind Wildschweine.
Nee, das sieht gar nicht so wild so gut aus hier mit Dachsen. Ich hoffe, dass wir da oben die letzten drei Dachse noch erwischen. Sorry. Du könntest auch schon mal einen Pfeil einlegen. So. Es kann auch sein, dass es hier oben uns gleich das Bild ausgraut, dass wir den letzten Dachs hier oben schon dann weggeschossen haben. Denn wir haben hier oben ja schon mal zwei geschossen. Wenn ich mich recht entsinne. Da hinten ist einer. Hochlegt an. Eisenbolzen einlegen, komm. So schnell kann der nicht weg sein, der Dachs. Du sollst einen Eisenbolzen einlegen. Ach, er ist schon zusammengebrochen. Alles klar, gut. Also, haben wir den fünften. Dann schauen wir mal auf unsere Karte, ob das jetzt schon ausgegraut ist. Ja, seht ihr's? Es ist schon grau, also haben wir hier keinen Dachs mehr. So, jetzt müssen wir uns die nächste Stelle suchen, wo wir noch Dachse finden. Zwei brauchen wir noch. Das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir die nicht kriegen. Gut, ich weiß, dass hier hüben Richtung Klonika war noch welche, aber das liegt nicht auf unserer Richtung. So, dann schauen wir mal, wo wir hier noch Dachse hier hinten. Das sind noch Dachse, oder? Das ist auch ein bisschen weit weg. Das ist ein wenig weit weg. Hier unten haben wir noch wilde Eber dabei. Haben wir nichts mehr um Biastobia rum, Dachse oder sowas. Ne, das sieht nicht danach aus. Doch, hier. Hier haben wir nochmal Dachse. Da legen wir uns dort nochmal einen Wegpunkt hin. So, alles klar. Ich hoffe, dass wir uns dort... Da wissen wir da drüben. Wir müssen hier lang. Wir müssen durch Biastobia durch, beziehungsweise liegt das auf der anderen Seite von Biastobia, dass wir da noch die letzten zwei erwischen. So, ich laufe mal dort runter und wir sehen uns dann da drüben wieder. Jetzt sind wir da. So, ich wollte eigentlich jetzt gleich zum nächsten Dachsjagdgebiet. Da sehe ich, dass hier ein Individuum rumlungert. Ist das ein Bandit oder was ist das für einer? Das sieht aber nicht nach Bandit aus. Der hätte mich jetzt schon längst angegriffen. Aber vorsichtshalber lege ich mal einen Bolzen ein. Was sind das für einer? Ein Händler ist das. Ach, guck mal, was handelst du? Ein schöner Tag zum Handeln, nicht wahr? Guten Tag, ja. Eigentlich geht doch nichts über Nordwind, wenn man feilschen will. Allerdings nicht der Beste. Normalerweise verdiene ich am meisten, wenn der Wind aus dem Süden oder Südwesten weht. Eigentlich... Ja so, wie bitte? Ja, vertrau mir. Ich hüte dich und hüte dich vor Nordwind. Ist das so? Ja. Einen schönen Tag zum Handeln. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Ich kann dir meine Ware nicht zeigen. Warum nicht? Weil ich nicht genug Ware zum Zeigen habe. Aber vielleicht kannst du mir deine zeigen. Ich kaufe sie dir zu sehr vorteilhaften Preisen ab. Ich brauche allerdings eine sehr genaue Menge. Nicht mehr und nicht weniger. Ich akzeptiere nur eine Art von Dingen. Das sind viele Regeln und sie scheinen nicht viel Sinn zu machen. Ich mache Geld, nicht Sinn. Aber warum versuchst du es überhaupt in Ordnung? Was brauchst du? 66 Federn, 7 Bronzepfeile, 3 Haferbrötchen und 12 Kohlköpfe. Ich fürchte, ich kann ja nichts aus meiner Liste genau diese Menge verkaufen. Aber ich komme später wieder. Du, ein Quatsch. Das müssen wir uns ja jetzt aufstellen. Nee, habt ihr euch das gemerkt? Ich nicht. Gut, wir suchen uns jetzt mal ein neues Jagdgebiet. Wir schauen mal rein hier.
So ein Quatsch, oder? Was kann man dazu sagen? Quatsch. Wir brauchen weitere Richtung Bias. Hier. Hier haben wir Dachse. Gleich mal einen Wegpunkt setzen. So, was ist da noch in der Nähe? Ne, das sind Füchse. Das sind Hasen und das sind Raben. Alles klar. Kein Wolf oder kein Bär in der Nähe. Das ist schon mal sehr viel wert. Gut. Ich flitze jetzt mal dort rüber. Und wir sehen uns da drüben im Jagdgebiet wieder. Alles klar. Bis gleich. So, meine Freunde, wir sind gleich im Jagdgebiet. Ich habe mal fix noch was getrunken hier. Ich werde doch gleich mal was essen. Nicht, dass wir das Viehzeug verjagen, weil uns der Magen knurrt. Eine rote Betesuppe. Die haben... Eine rote Betesuppe wollte ich jetzt. Fleisch nicht. Wo ist er jetzt? Hier. Eine rote Betesuppe. Die essen wir. So, wir sind fast satt. So. Da, zwei. Wo hast du denn deinen Bolt? Dein... Habe ich den jetzt entsockelt? Tatsächlich so ein Quatsch. Armbrust hier rein, mein Freund. Jetzt habe ich ihn da wieder angestellt. Keine Ahnung. So, da schalten wir mal unsere Jagdsicht ein. Da hinten, das ist ein Fuchs. Das ist kein Dachs. 54 Meter in diese Richtung. Schön langsam, mein Freund. Müssten wir jetzt mal langsam hier. Ein Dachs. Schön, schön. Da oben ist auch der dicke Dachs. Guckt euch das an. Da unten ist der nächste. Den hat's gleich erlegt. Komm, legen Bolt, ne? Den dich kriegen wir auch noch, keine Angst. Den nehmen wir erstmal auseinander. Das ist doch schon der siebte. Hä? Ne, das ist der sechste. Quatsch. Wollte gerade sagen, ne, den haben wir ja geschossen. Das wurde ja sofort freigeschaltet, wenn wir ihn geschossen haben. Alles klar. So, komm, legen Bolzen ein. Dann schauen wir mal, wo der nächste Dachs ist. Den haben wir ja auf alle Fälle mal schon gesehen gehabt. Ne, da kann er nicht zurückgerannt sein, oder? Ne, das glaube ich so nicht so richtig. Der ist ja runter irgendwo geflitzt. Der ist getürmt. Was ist denn das für eine Brücke? Wo geht denn die Brücke hin? Ah, nach Klonika. Alles klar. Gut. Aber da ist er nicht über die Brücke abgehauen, oder? Nee. Gut, wir gehen in diese Richtung weiter. Den werden wir schon noch finden, diesen Schweinebruder. Komm, dicker Dachs, komm aus einer Dachshütte, komm. Aus deinem Dachsbau. Da unten ist er doch schon. Das ist der dicke Dachs. Oder ist das? Nee, das ist kein. Ist das ein Fuchs? Nein, das ist der dicke Dachs. Komm, dich hat's doch sowieso erwischt. Du fällst doch sowieso gleich hin. Na, brauche ich, weiß Gott, noch einen Bolzen für dich. Nein, er hat's nicht geschafft. Gut. Dachs. Komm her. Da. Also, jetzt haben wir 7 von 7. Jetzt sprechen wir mit der Bahn. Also. Den Bogen. Nebo, nimmst du mal keine Waffe in der Hand, wenn wir nach Klonik, nach Biastopia reingehen. Wir laufen jetzt zum Derbein. Da muss doch hier irgendwo auch eine Brücke. Hier ist noch ein Dachs, guckt euch das an. Jetzt laufen sie uns wieder über den Weg. Wir haben unser Soll erreicht. Jetzt laufen uns die Dachse wieder über den Weg.
So, ich nehme aber erstmal hier oben diesen Wegpunkt raus. Der macht mich wieder irre. Raus mit dir. Gut. Jetzt geht's nach Piastovia zum Derban. Naja, wir haben's alles noch in unserer Zeit erreicht, meine Freunde. Alles noch in uns. Ich werde jetzt gleich mal sehen, den Derban das Zeug verkaufen, als den Quest abschließen. Hier kommt er. Derban, lauf mal nicht weg. Anspringen. Ich habe ein paar Dachse getötet. Nächstes Mal können wir versuchen, ihre Bauten zu zerstören. Dann wären sie obdachlos. Alles klar. Die Krone weiß dich zu schätzen. Alles klar. Schön, dass ich helfen konnte. Goodbye. Alles klar. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt versuchen wir mal, dieses komische Brettspiel loszuwerden. Wo ist er denn, der Kollege? How can I help you? Zeig mir deine Ware. Ach, da hat er gar kein Geld mehr. Den können wir doch gar nichts verkaufen. Doch. Wir kaufen jetzt nochmal. Nehmen wir nochmal getrocknete Feigen oder nehmen wir nochmal in Madeira mit? Hat er noch Madeira drin? Ne, getrocknete Feigen. Wir haben das letzte Mal getrocknete Datteln. Ne, wir greifen zu den getrockneten Feigen. F, die kaufe ich dir ab. Und jetzt verkaufe ich dir mein komisches Spiel, was ich hier habe. Kriegen wir zwar plus 400 davor, aber das macht ja nichts. F, wir singen das Ding jetzt mal los. So, habe ich noch irgendwas drin, was ich dir verkaufen kann? Ja, einen Stock habe ich noch drin, den habe ich irgendwo aufgelesen. Dann die 9 Stücken Fleisch, kriegst du auch noch. Den Elchschädel kommt, den wollte ich zwar versuchen draußen dran zu machen, aber den kannst du erstmal kriegen. Dann habe ich noch Pilzenkraut. Komm, und die Beeren, die kriegst du auch noch, die ich gestern Abend gepflückt habe. Da machen wir wenigstens noch ein kleines Geschäft. So, meine Freunde, ich habe ein neues Geschenk. Ich bin dieses komische Brettspiel los. Wir haben... leb wohl, mein Freund. Good luck. Wir haben den Quest erfüllt mit den Dachsen. Jetzt schauen wir nochmal gemeinsam auf die schwarze Tafel, was da noch steht. Sind bloß noch 2 Sachen drauf, genau. Brot und Salz. 50 mal Salz und verdammte Himmelsratten. Tauben. Ne, das machen wir in der nächsten. Jetzt gehen wir nicht mehr auf Taubenjagd. Ne, machen wir nicht mehr. Aber wir können das 50 mal Salz können wir noch mit hier runternehmen. Alles klar, meine Freunde. Ich sag dann mal tschüss. Ich begebe mich jetzt nach Hause. Hier hinten muss ich hinaus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden auf alle... Hier sind noch die Tauben. Da könnten wir sie gleich abschießen. Wären schon 2 gewesen. Nee, lass mal die Finger davon jetzt. Hier sind die nächsten Tauben. Die sind garantiert weg, wenn wir den Quest annehmen. So, wir laufen jetzt mal nach Hause. Und wir in der nächsten Folge, denke ich mir, werden wir mal noch 1-2 Häuser unten am Wasser bauen, damit wir noch ein paar Leute holen können. Hier haben wir noch ein einziges Mädel, haben wir noch hier. Ja, die sitzen gebliebene ist das. Oh, oh. Eine verlassene Jungfrau ist das. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sag dann mal tschüss.